Hey Leute, willkommen zurück hier im Untergrund. Wieder im Untergrund. Das ist hier, das ist... Okay, es ist nicht wie erwartet, dass uns Roboter hier an den Kragen wollen. Sondern es ist wirklich hier... Oh, verdammt. Oh! Wartet. Was haben wir hier alles? Ich dachte, das sei was. Wartet, das ist was. Ja, natürlich ist das was. Komm her. Hier für dich. Du dummer Hund. Hab ich mich jetzt selbst... Bin ich selbst in Flammen... gegangen? Ja, da rennt der davon. Gibt's noch mehr von euch? Nein. Okay. Kommst du wieder zurück? Verdammt, überall diese Eier. Oh, verdammt. Ach, was ist das? Ist das hier die Huldigung, als wäre Steve Jobs oder was? Als nächstes, was kommt? Elon Musk oder wer? Ist er doch. Was soll der Quatsch hier? Wartet. Yes. Aber natürlich nichts. Ah, nichts, was wir brauchen könnten. Nämlich... Oh, ich höre dich. Ich höre dich die ganze Zeit schon. Kronkorken. Wartet. Yes. Gut, wir speichern. MacReady, was tust du da? Was soll der Quatsch? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich muss nachladen, bevor der hier irgendwie was machen konnte. Komm her. Ja, komm. Prima Butterfly. Sugar, Baby. Ich hab dich gleich. Ich brauch 7000 Schüsse. Aber die haben wir ja. Die haben wir ja. Gunner? Was macht denn ein toter Gunner hier? Okay. Digner, der dich gesucht, oder wie? Komm her. Nuka-Lurk, Brut. Und gleich noch eine. Hier. Gott. Dafür wollen wir nicht die gute Munition verschwenden. Ah, wer kommt denn da? Oh, verdammt! Geil! Ah, verdammt, ouch! Oh, du tust weh! Oh! Hab ich dich überhaupt einmal getroffen hier? Oh, verdammt, meine Energie! Was zur Hölle? Also, wenn ich deinen Panzer treffe, das macht dir einfach mal gar nichts, was? Komm schon. Ja, aber... Ich brauche nur 7000 Schuss dafür, okay? Es sind nur 7000 Schuss, MacReady. Beruhige dich. Alter. Was man nicht alles macht, um ein paar Schuss Munition zu sparen. Naja. Ein bisschen... Gut, wir brauchen dann dafür einfach ein bisschen mehr Stim. Na, meine Schöne, was machst du? Bist du öfters hier, oder? Oh, verdammt, nicht noch einer. Okay, was, wisst ihr was? Komm her! Komm her! Warum bist du so langsam, mein Freund? Oh, da kommen sie, da kommt die Brut. Ich kümmere mich erst um die Brut, dann komme ich zu dir. Okay, gut. Du bist ein bisschen... Ein Hinken da. Meyerlurk. Okay, warte. Das ist gar keine schlechte Strategie. Okay, kommt die hier auch noch raus? Nein. Gut. Ah, erst... Oh! Erst als ihr das Backup hört, oder wie? Oh, verdammt nochmal.
Ja, du dummer Hund. Komm her. Oh. Oh, also ich kann... Wie kann ich dich so verfehlen, mein Freund? Ah, du hast mich auch verfehlt. Okay, du gehst mir auf die Nerven, mein Freund. Ja, da hinkt er nur noch. Da hinkt er nur noch. Okay, das ist jetzt gut. Das ist gut. Das ist gut so. Komm her. Komm her. Ja, ich weiß, ich hab Stunden. Leute, ich hab Stunden. Aber so ist es nun mal. So ist es nun mal. Ja, Captain Hinkebein, bis der bei mir ist, da habe ich doch die Zeit. Da habe ich doch die Zeit. Oh nee, war schon. Können wir auch nachladen? Noch 880 Schuss. Hä? Ich habe doch nachgeladen. Na gut, dann eben nicht. Dann nehmen wir hier jetzt etwas mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Es dauerte fast 2 Jahre, um die Formel zu perfektionieren. Aber Ende 2044 hatte Mr. Bradburton endlich Erfolg. Und Nuka-Cola war geboren. Verdammt nochmal. Ja. Es war so klar. Es war so klar. MacReady, passt du eigentlich auch ein bisschen auf, was hinter dir abgeht? Hallo? Ich hab doch was. Ah, natürlich. Komm. Wartet. Oh, verdammt. Okay, gut, dann eben so. Dann eben so. Ja. Oh, wir sind im Kreis gegangen. Na, was sagt man dazu? Was? Ah, ich muss einfach alles töten, oder wie? Das ist es dann schon. Hallo? Schläft hier jemand? Könntest du aufhören? Oh, verdammt. Ah, du bist einfach drauf getreten. Finde ich super. Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Warte mal, MacReady? Hey, was willst du? Ich würde gerne kurz... Sollen wir dann die Beute aufteilen? Das würde ich so nicht sagen. Was wiegt der? Haltet euch fest. was könnte dümmer sein als ein Raketenwerfer? Hier innerhalb eines Gebäudes abzulassen. Ach, das geht schon, richtig? Das geht schon. Was? Das hat dir überhaupt nichts getan. Das ist enttäuschend. Ah, du machst immer noch. Machst mir immer noch Schaden, mein Freund. Oh, verdammt, meine Energie! Oh, wow. Ihr seid gleich im Doppelpack hier. Was? Bin ich gestorben? Na gut. Okay, das war nicht der beste Plan. Ich geb's ja zu. Wir versuchen es nochmal. Wartet. Vielleicht können wir das folgendermaßen machen. Waffen. Okay. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens eine Schwangerschaft planen? Komm her. Das Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Also das, sorry. Alter, das hat die ja wirklich sowas von gar nichts gemacht. Warte mal. Ist hier nicht eine Tür? Doch, hier. Kommst du etwa durch die Tür? Nein, du kommst nicht durch die Tür. Komm her. Ich habe keine Angst. Na gut, vielleicht ein bisschen. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte... Oh, verdammt! Durch! Oh Gott! Komm her, du dummer Hund. Komm her.
Warum hast du wieder deine ganze Energie? Komm her! Hey Mama, komm her! Okay, dann komm nicht her. Aber dann schieß ich damit. Na gut, okay. Also ich beschwere mich nicht. Alter, das geht ja Stunden. Wenn ich hier auf den Panzer schieße, das ist... Oh, holy moly. Das ist der lang... Sorry, Leute, das, ich verstehe. Das ist der langweiligste Part. Aber das ist... Das gehört jetzt einfach dazu. Hey Mama und Papa, ich habe eine Überraschung. Was bist du hier gerade am Verspeisen, mein Freund? Alter, das macht ja auch so gut wie gar nichts, was? Wow! Geh rein! Huh! Komm her! Wo willst du hin? Oh, da vorne. Ah, da habe ich jetzt auch gut Munition. Natürlich kommt er dann. Natürlich kommt er. Boah! Verdammt! Nein! Oh! Alter! Okay, MacReady, behalte den Kopf unten. Alkoholgehalt 35 Volumenprozent. Und wieder, ich stecke immer fest. Die ist so schnell! Die sind so schnell! Komm her! Sieh mich an! Alter! Boah, die sind so stabil! Okay. MacReady! Komm schon, weiter geht's. Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von mehreren Funktionstüchtigen. Alter, eine von mehreren funktionstüchtigen Mai. Ah! Wo kommst du her? Ich hab dich nicht erwischt. Ist das ein Fisch? Ich hab einen Fisch gesehen. Alter, warum treffe ich dich? Echt gut hier nicht. Okay, danke. Eine Splitterbine? Oh. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Okay, wartet. Das schwarze Gold? Das... Hat man auch schon anders genannt. Oh, verdammt. Er kommt. Recht aus. Was zur Hölle? Was war das? Alter, was war das? Was hat da so geklungen? Treffe ich das? Ja, ja, komm. Nee, ich treffe es eben nicht. Okay, jetzt hat es sich wie von selbst. Hat sich das selbst erledigt. Oh! Was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich habe eine andere Idee. Oh. Oh! Das ist der falsche Tag, hier zu kommen. Alter. Oh, verdammt, da ist ja noch einer. Oh, oh, shit. Wo ist er? Ah, hier, er kriecht. Er kriecht. Okay. Verdammt! Was zur Hölle? MacReady, alles klar? Holy moly. Oh, verflucht nochmal. Das ist ja etwas zu viel Nervenkitzel für mich. Ja, kämpft. Kämpft gegeneinander. Es ist nicht unser Kampf, okay? Das ist nicht unser Kampf. Oh, hi! Du bist unser Kampf! Wie konnte ich dich übersehen? Au! Oh. Verdammt! Okay, die kämpfen da immer noch.
gewartet. Ob das was nützt? Wahrscheinlich nicht. Oh! Das war gut! Nuka-Lurk. Alter, aber dem macht das einfach mal gar nichts. Also die Nuka-Lurks, die sind Endgegner. Ah, du kriegst ein bisschen, mein Freund. Kriegst du? Ja, da, ja. Das Leben ist fies, was? Ja, das Leben ist fies. Oh, holy moly. Darf das sehr bitten? Was gibt's denn noch? Oh, noch ein Aggressor. Okay. Gut, 7000 Aggressoren. Okay, und jetzt wartet. Hier oben gibt es doch immer noch die Mine. Was ist dir passiert? Das war Corporal Downey. Alter, Downey. Das ist nicht gut. Oh, verdammt! Hier kommt wer. Oh! Das ist nicht lustig. Du hast mich nicht erwischt. Oh, und jetzt, ja, kriegst du, mein Kleiner, kriegst du hier ein bisschen, ja, ja. Kriegst du doch ein bisschen hier rum, ja. Okay, gut, wieder einer weniger. Okay, abgeschlossen. Säubere den Innenbereich der Nuka-Apfelanlage. Super. Das ist ja toll. Fusionszellen und Aluminiumabwehr. Massig. Gib mir noch das nukleare Material. Ach komm. Okay, Achtung, MacReady. Ich dachte es mir doch. Seht ihr, wer ist der Profi? Wer ist der Profi? Verdammt. Könnt ihr behalten. Okay, wir brauchen 45er. Jetzt muss ich doch noch in Glück investieren, oder was? Habe ich noch fast nichts gemacht, weil ich dachte, wir finden ja sowieso genug Munition. Das ist ja nie ein Problem. So viel dazu. Geschafft. Yes! Gut, 28. Das reicht für einen Meyer-Lurk. Ein Nuka-Lurk, sorry. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt. Ja, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Welches ist der Innen- und was ist der Außenbereich? Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein. Und alles doppelt. Und dann noch dieses tolle patentierte blaue Leuchten. Das ist tolle patentierte blaue Leuchten. Es ist absolut natürlich. Genau. Es. Verdammt nochmal. Gut. Was bist du? Okay, gut. Wenigstens die Roboter und die Nuka-Lurks haben sich wenigstens gegenseitig noch bekämpft. Aber ich habe noch immer nicht verstanden, ob wir jetzt im Außen- oder im Innenbereich sind. Naja. Gut. Du hast gut gekämpft, Protektron. Oh, verdammt, ja, es wird nicht wirklich besser, was? Okay, verdammt. Verdammt nochmal. Was haben wir denn noch auf der Karte? Wartet. Ah, okay, wir haben hier noch eine Markierung. Säubere den Außenbereich. Ich liebe nichts mehr, als ohne Deckung herumzustehen, damit man mich besser treffen kann. Was willst du mir damit sagen, MacReady? Muss ich dich ersetzen? Brauche ich einen anderen Sidekick? Das kannst du mir doch einfach direkt ins Gesicht sagen hier. Statt. Viel Spaß mit dem Zeug. Keine Ahnung, was es macht. Ja, dann schau zu und lerne. Oh, holy moly! Verdammt. MacReady, hey. Hör zu. Ja. Ich weiß, ich habe vorhin so ein paar Sprüche gemacht, aber hier.
gebe dir das hier wieder und, Aber was geht's? Ja, nicht viel. Na gut, okay, komm, das muss reichen. Ich will hier nicht wieder alles mitnehmen. Alter, was zur Hölle? Oh! Ihr hört die Musik. Wir haben irgendwas entdeckt. Irgendwas Tolles haben wir gefunden. Was nichts mit der Quest zu tun hat, richtig? Hallo? Ist das die Hauptabfüllanlage oder wie? Okay, hier. Oh. Oh, wartet. Oh, verdammt. Corporal Downeys Bericht. Ich habe deine Leiche gefunden, mein Freund. Hier spricht Corporal Downey. Soweit ich weiß, das letzte lebende Mitglied von Sergeant Laneys Erkundungsteam. Oh, Laney. Wir haben versucht, die Abfüllanlage zu sichern und wurden von einer neuen Meyerlock-Art überrannt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Blaues Leuchten. Unglaublich stark. Stärker als jeder Commonwealth-Lurk. Das muss das Quantum sein, das hier durchfließt. Wir haben ihr Nest angegriffen. Da kam sie rausgeströmt. Oh, yes. Wir haben uns zurückgezogen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser verdammten Lurks mit meinem Bein abgezogen ist. Private Clay hat mich in Sicherheit gebracht. Dann habe ich ihn losgeschickt, um die anderen zu warnen. Aber ich konnte die Schreie selbst hier noch hören. Oh, shit. Ich weiß, dass keine Hilfe unterwegs ist. Und ich will verdammt sein, wenn ich als Meyerlock-Futter ende. Also nehme ich die Dinge selbst in die Hand. Corporal Downey meldet sich ab. Für immer. Ich brech dir jeden Knochen einzeln. Warte doch kurz. Tür öffnen. Die Nuka-World-Hauptenergie ist deaktiviert. Notfallabriegelung aktiviert. Ach so. Na, das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich ein Problem. Können wir das nicht hier einfach wieder einschalten oder was? Hier? Einfach Knöpfchen drücken und... Was erledigst du? Hier das Öffnen des Terminals oder wie? Ah, MacReady. Ihr werdet mich sicherlich darauf hinweisen. Ich werde jetzt sowieso einige Tage nicht aufnehmen können. Von daher... also das ist für euch irrelevant, weil es für euch so und scheint. Eine besondere Überraschung. Passieren wir das neueste Mitglied der Familie, Nuka-Cola Quantum. Oh, okay. Was ich sagen wollte, Das blaue Leuchten ist nicht nur kosmisch. Oh, ah, das ist dann hier wieder, das ist... Zutat, die ihnen einen atomaren Energieschub verleihen wird. Systemsteuerungsterminal. Das sicher nicht. Ah, da, ab durch die Decke. Ich laufe mal kurz aufs Dach, um zu sehen, ob es irgendwo militärische Übungen ist. Casey. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir das neueste Mitglied der Familie. Okay. Wie komme ich aufs Dach? Wie komme ich aufs Dach? Das ist jetzt die Frage. Was ich sagen wollte, ich werde jetzt ein paar Tage nicht aufnehmen. Aber eben, für euch macht es gar keinen Unterschied, weil ich wie jetzt vorproduziert habe. Komm schon, lass es einfach sein. Ja, du hast ja recht. Vorproduziert habe. Aber wenn ich nicht auf Kommentare geantwortet habe, ich muss in der Vergangenheit sprechen. Dann hatte das damit zu tun. Also nehmt's mir nicht übel. Und eben, wenn ich irgendwas vergessen habe, sag's mir ruhig. Ich bin mir sicher, ich hätte die ganze Anlage wieder hochfahren können. Wahrscheinlich auch ohne, dass ich hier den Experten... Oh. Okay, und jetzt muss ich den Außenbereich noch sichern. Ah, ja, da sehen wir sie schon. Da sehen wir sie schon, die Sonnenscheine. Oh, das ist das Dach, Casey. Oh! Hi. Wow! Gut gemacht, mein Freund. Hier, für dich. Komm schon. Hast du Casey gesehen, Mr. König? Holy moly. Darauf hätte ich auch schießen können. Casey? Wir suchen jetzt noch kurz Casey. Das liegt jetzt noch drin. Oh.
Okay, irgendwie sammeln wir Red. Ach, ist ein Gewitter. Entschuldigung. Ich höre es doch krabbeln. Ist das über uns? Ich glaube ja. Na, verdammt nochmal. Oh, ich will doch gar nichts von euch. Ja, 38er, naja. Das ist jetzt ungünstig. Sehr ein schlechter Zeitpunkt für ein Gewitter, wenn ihr mich fragt. Oh, verdammt. Komm her! Ich habe keine Angst mehr vor euch. Oh, das hat gleich gesessen hier. Das hat ja gleich gesessen. Komm her. Ja, auf den Kopf. Der Kopf ist empfindlich. Was? Ja, komm her. Komm her. Warum tust du mir nichts? Warum tust du mir nichts? Okay. Ich hab's versprochen, Casey. Ich hab's versprochen. Und wir haben wieder ein bisschen Munition gesammelt. Und wir sammeln auch Red. Wir sind gut unterwegs. Oh, verdammt. Das Dach ist ja ziemlich groß. Warum ist das Dach so groß? Oh, verdammt. Casey, war das dein Radio? Könnte hier ein Vertibird landen? Holy moly. Also da habe ich gesagt, das gebe ich den Unternehmern. Ich finde, das macht am meisten Sinn. Nicht, dass es darum geht, hier etwas Sinnvolles zu tun. So etwas fangen wir nicht an. Nicht nach all den Parts. Nicht nach all den Parts. Ich wollte doch eigentlich den Part beenden. Naja. Komm, MacReady. Komm hoch. Genau. Okay, ich gehe dann alleine. Oh. Was ist hier oben? Nichts? Wollt ihr mich verarschen? Einfach mal gar nichts. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt enttäuschend. Naja, okay. Wie auch immer, dann genießen wir eben die Aussicht. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.